zu einer neuen Folge aus Star Wars The Old Republic. Und ich bin hier mitten im Star Wars Universum wieder mal unterwegs für euch und gucke mal, ob ich heute auch wieder ein paar Aufträge erledigen kann. Aber ihr seht schon, ich habe ein neues Overlay, genau. Aber ich klicke jetzt erstmal auf Spielen. Und bei mir ist auch jemand und ich kann den Mike begrüßen. Hallo Mike. Hallo. Ja, und von ihm ist nämlich dieses hübsche, nette, tolle Overlay. Und ich sag auch erstmal an dieser Stelle schönen Dank dafür. Ja, kein Problem. Ne? Und darüber freue ich mich sehr, weil das sieht so toll aus. Und ja. Ich glaube, du hast mal Design studiert, richtig? Nee, nicht studiert. Ich habe mal Mediengestalter gelernt. Also 3,5 Jahre lang so eine Ausbildung genossen, sozusagen. Ja, 2,5 waren es durch verkürzte Lehrzeit, weil ich ja schon vorher eine Ausbildung hatte. Ah, okay. Ja, wenn du magst, kannst du mal kurz drüber erzählen, also wenn du das möchtest. Ja, ich habe halt ganz früh habe ich mal Bauzeichner gelernt und dann ging es ja vor knappen, glaube ich, 20 Jahren ging es dem Bau nicht mehr so gut. Eine gewisse Zeit lang. Und da wurde ich halt dann ausgestellt irgendwann. Und dann habe ich mich ein bisschen umgeschaut und dann dachte ich, ach, naja, irgendwas mit dem Computer möchtest du schon machen. Und Richtung Bildbearbeitung und solchen Sachen wäre auch nett. Und dann habe ich mich erkundigt und dann wurde mir eben gesagt, dass es den Mediengestalter neu gibt als Berufsgruppe. Aha, okay. Und da habe ich dann eine Umschulung beantragt, die wurde mir auch gewährt und dann war ich eine Zeit lang auf der Schule dort, also die 2,5 Jahre. Und dann lernt man halt auch so solche Sachen zu gestalten da mit den Photoshop, Videobearbeitung war das zu dem Zeitpunkt. Ah. Okay. Da war Flash auch noch ganz groß und Internetseitenerstellung und alles Mögliche in die Richtung halt hin. Okay. PHP, aber da nur ein bisschen so an der Oberfläche gekratzt leider und. Oh, ist ja schon eine Menge, auf jeden Fall. Ne? Ja. Das muss man sagen. So, ich bin jetzt auf dem Weg zu meinem Schiffchen, wie auch die Zuschauer sehen, nämlich ich muss jetzt. Nach Narshada, wo du ja schon steckst, ne? Du wartest da ja so ganz lieb und nett auf mich. Ja, freilich. Ah, das ist schön. So, jetzt muss ich mal gucken, dass ich denn hier, nämlich ich verlasse jetzt Balmorra und fliege nach Narshada, was ich ja machen soll. Mit meiner Herrin habe ich schon gesprochen. Und sie will halt, dass ich da hinfliege. Na ja, gut. Also, wenn es der Boss will, dann macht man das, ne? War da nicht so ein Spruch, was der Boss will, das macht man, weil es dafür gibt Geld, ne? Ja. Solange man nicht selber der Boss ist, ja. Ja, das ist richtig. So, jetzt bin ich an Bord meines Schiffes wieder. So, hier ist so ein komischer Droide. Den haben wir schon mal kennengelernt. So, irgendwo muss ich doch jetzt hin. Ach ja, ich muss, glaube ich, zur Sternkarte dahin, ne? Jawohl, ins Cockpit. So, bin ich jetzt richtig unterwegs? Nein, jetzt bin ich hier doch platt falsch unterwegs. Da ist es, ja, genau so. Jetzt muss ich hier die Karte, glaube ich, anwählen. Ich bin nämlich noch nicht so oft gereist. So, Huttenraum ist es ja nicht. Sitz des Imperiums. Rechte Seite müsste es sein. Unbekannte Region. Tatooine. Na schade, da muss ich hin. Ja, Huttenraum, ja. Da gucken wir mal auch, wo ist denn Hutta? Da ist Narshada gleich daneben. Da drunter ist Markeb. Quesh. Raumschlachten kann man hier machen. Voss. Aha, okay. Dann fliegen wir doch mal glatt nach Narshada. Ja, an Quesh kann ich mich auch noch erinnern. Ah, okay. Ja. Gute Erinnerung oder eher schlechte Erinnerung? Das ist ein ziemlich giftiger Planet. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Also da gibt's viel Gift.
Oh, ich glaube, ich habe Narshada erreicht. Du bist sicher auf Narshada angekommen. Gut. Lass dich nicht von den prächtigen Türmen blenden. Leid und Verzweiflung herrschen in den Slums darunter. Und Verzweiflung kann Leute zu vielen Dingen treiben. Denke auf deiner Suche nach dem Artefakt stets daran. Jetzt habe ich drei Antworten. Ich verstehe. Wo kann ich es finden? Warum? Ich mache mal das zweite. Wo soll ich mit der Suche anfangen? In diesem Fall sollte es wohl eher heißen, bei wem? Das Artefakt, ein Anhänger mit dem Namen Tulaks Auge, gehört dem Sith Lord Palladius. Er lebt schon seit Jahren auf Narshada und hat dort die Armen und Leidenden zu seinen Anhängern gemacht, zu seinem eigenen Kult. Beeindruckend, soll ich mich vor ihm etwa fürchten? Das ist erbärmlich und beeindruckend. Hört sich nach einem sehr gerissenen Mann an. Bewundernswert. Gerissen, verschlagen, charismatisch, ja. Und unglaublich stur. Palladius leitet seinen Kult aus dem Hintergrund, aber du kannst ihn herauslocken. Ich habe zwei ehemalige Kultmitglieder kontaktiert. Sie verstecken sich aus Angst vor Bestrafung, aber sie hungern nach Rache. Sie sollten sich als nützlich erweisen. Was ist der Preis für Ihre Hilfe? Natürlich, ich brauche sie nicht. Aber ich nehme Wie das habt erste. Ihr diese Narren zur Zusammenarbeit bewegt? Ich habe Ihnen versprochen, dass Sie den Kult anführen dürfen, wenn Palladius tot ist. Aber die Umstände ändern sich natürlich. Du hast freie Hand mit Palladius und dem Kult. Alles, was zählt, ist das Artefakt. Das höre ich doch gerne. Ne, wenn ich die Leutchen... Oh, ich bin jetzt auf Stufe 27 hochgekommen. Gerade eben frisch. Ja, Gratulation. Danke. Das, oh, jetzt will mein Begleiter was von mir. Was will der denn jetzt? Ich weiß jetzt, an wen ihr mich erinnert. Sein Name war Ortan Zähler. Ortan Zähler zog auch mit einem Schattenjäger umher. Einer Bestie namens Veshik Urk. Seid ihr nicht alle Bestien? Danke für das Kompliment. Ja, erzählt mir nicht, dass ihr euch für zivilisiert haltet. Ihr werdet jede eurer Beleidigungen gegen mich noch bereuen. Tulak Hort hat mich wie seinen Verbündeten behandelt, während... Ja, der Text geht ein bisschen schnell, muss man dann halt in der Aufnahme so ein bisschen aufhalten würde und reduzierte ihn zu einem versklavten Monster. Klingt nach einem sympathischen Kerl. Ich habe versucht, euch gut zu behandeln. Ja, machen wir mal. Tut mir leid, dass ihr denkt, ich wäre grausam. Das war nicht meine Absicht. Ihr habt mich nichtsdestotrotz wie auch Ottern durch Gewalt an sich gebunden. Ich weiß nicht, was aus wurde, nachdem ich in Stasis versetzt wurde. Ja. Naja. Irgendwie ist das mit diesem komischen Begleiter auch ein bisschen seltsam manchmal, ne? Oder wie ist das? Was hast du in Erfahrung mit diesem ersten Begleiter gemacht? Der Kemwal, ja, ist ein rein theoretisch schon ein bisschen ein loyaler, aber er mag halt nicht unter Zwang, ne? Achso. Also sollte man ihn höflich behandeln? Ja, was heißt höflich? Es ist, das wird, glaube ich, noch alles in der Ding aufgelöst in der Story, in der weiteren. Okay. Ich glaube, du musst auch nochmal irgendwie gegen ihn kämpfen oder so und dann müsste das auch vorüber sein. Ah, und dann ist er mir ganz loyal, oder wie? So viel ich jetzt weiß, ja, aber es ist schon auch, wie schon gesagt, alles ein bisschen länger her. Macht nichts. So. Oh, mal gucken. Also jetzt lädt er gerade Narshada. Ja, das ist immer so mit diesen Ladebildschirmen und Ladebalken, ne? Aber ich sehe hier, ja, gibt's wohl nette Kneipen wohl, wa? Auf Narshada, wie? Nicht nur eine hier. Nicht nur eine. So, ich bin jetzt fast schon da. Ich muss jetzt nur noch den Hangar erstmal hier verlassen. Dann bin ich ja mal gespannt, was mich gleich hier alles so erwartet. Bestimmt ganz viele, die mit mir sprechen wollen und Aufträge haben für mich. Kann das sein? Boah. Ja, also es wird einiges auf uns zukommen. Gut, dann machen wir mal Raumhafen mit Centi. Was sollte denn eigentlich der Zuschauer über Narshada wissen? Zusammengefasst.
Es ist, glaube ich, ein Gaunernest, beziehungsweise Spielernest. Und es ist hier, sagen wir mal, wie fast wie in den unteren Bereichen von Coruscant. Ah, okay, interessant. Ja, da bin ich. Hallo, mein Freund. Hallo, dann sollten wir noch eine Gruppe machen. Deine Mütze auf da, ne? Deine Maske. Genau. Ja, genau. So, jetzt mal gucken, wo ich hin muss. Und zwar gleich hier links raus. Da sind dann gleich Captain Hadley und noch irgendeiner. Dann tob dich mal aus. Ja, da gehe ich erstmal zum Captain hin. So, mal sehen, was er will. Mein Sith Lord, ich bin Captain Hadley, imperiale Gefängnisaufsicht. Verzeiht, dass ich euch anspreche, aber es gibt hier Schwierigkeiten. Ich habe einen Gefangenentransport überwacht. Da war ein Weequai-Pirat namens Womba. Ein paar Kopfgeldjäger haben ihn gefangen und wollten die Belohnung kassieren. Wombas Kumpels haben davon Wind bekommen. Sie haben unsere Sicherheitsdroiden ausgeschaltet, den ganzen Raumhafen in ein Schlachtfeld verwandelt und sind mit Womba abgehauen. Ihr wart darauf nicht vorbereitet? Wie wollt ihr ihn zurückholen? Erzählt mir mehr über den Häftling. Dieser Womba, wer ist das eigentlich? Ein Berufsverbrecher. Hat schon ein Dutzend Mal in verschiedenen Gefängnissen gesessen. Er klaut gerne imperiale Raumkreuzer und macht damit interstellare Spritztouren. Dank der ausgeschalteten Droiden und seiner Komplizen kann er sich im Terminal frei bewegen, aber wir haben ihn jetzt in der Falle. Unseren Unterhändler haben sie ermordet. Sowas darf nicht noch einmal passieren. Jemand muss da jetzt reingehen und ein Exempel statuieren. Ja, das klingt ja mal ganz nett. Betrachtet es als erledigt. Es wird keine Überlebenden geben. Ich bin euch zu Dank verpflichtet. Bombas Bande hat überall im Terminal Kontrollstationen gehackt. Wenn ihr die zurücksetzt, werden die Droiden sich wieder einschalten und ihre Aufgaben erledigen. Und dann müssen wir nur noch aufräumen. Lasst es krachen. Ach ja, kein Ding. Also, da haben wir aber gleich was zu tun. Ich lade dich schon mal in die Gruppe am besten irgendwie ein. Mal gucken. Das müsste ja so zack, Gruppe, in die Gruppe einladen. Perfekt. So, dann sieht man dich auch so ein bisschen besser. Jetzt müssen wir nur noch zu diesem einen Druiden da, ne? CN94, wo ist der denn? Da ist er. Sieht aus wie A2D2. Gespräch beginnen. Bezeichnung, bla bla bla, Identität abgeschlossen. Ne? Was soll das? Übertragung an wen? Blöder Druide. Ich nehme mal das erste. Was willst du von mir, Druide? Bewertung abgeschlossen. Vergebt mir die etwas ungewöhnliche Vorstellung. Maro Wiesen, Leiterin für Sondereinsätze des Imperialen Diplomatischen Dienstes. Ich brauche Unterstützung bei der Lösung eines Problems für das Imperium. Eine einfache Aufgabe für eine so erfahrene Gruppe, aber ich möchte, dass die Bewohner dieses Mondes eure Macht erkennen. Gut, der Mond erzittert unter meinen Füßen. Erzählt mir mehr, ihr verschwendet meine Zeit. Tja, was meinst du? Ich glaube, das erste klingt ganz gut, wa? Das war erzählt mir mehr, ne? Nee, der Mond erzittert unter meinen Füßen. Ach so, ja. Ja, das ja, ist wenn dann gleich angehen. Mit der Macht, die ihr zu entfesseln sucht. Natürlich, ich wollte euch nicht beleidigen. Es ist meine Aufgabe, Verbündete auf Nar Shaddaa zu gewinnen. Huttenclans, Unternehmen, Verbrecher. Doch ein Mann widersetzt sich uns hartnäckig. Okabi ist der hiesige Anführer der Exchange, einer kriminellen Organisation, die in der ganzen Galaxis operiert und auf Hightech-Verbrechen spezialisiert ist. Okabi und die Exchange weigern sich, uns beizutreten. Ich kann Ihnen sicher überzeugen, warum braucht ihr Kriminelle? Das ist nicht mein Problem. Dann machen wir mal das Zweite. Das ist was will das Imperium von diesen Verbrechern? Die Exchange gibt mehr Geld für Spione, Hacker und Wissenschaftler aus als die meisten Regierungen. Wenn sie jemanden nicht kaufen können, wird er entführt. Wir hätten sie als gute Verbündete gebrauchen können, aber Okabi setzt meine Boten unter Drogen und foltert sie. Wir müssen ein Exempel an ihm statuieren. Stimme euch zu. Ein Exempel an ihm statuieren? Wie? Ich verliere die Geduld. Ich nehme das erste. Ungehorsam ist nicht duldbar. Er muss ausgeschaltet werden. Ich will, dass seine Armee dezimiert, seine Waffenverstecke geplündert, seine chemischen Raffinerien zerstört werden.
Ich will eine so überwältigende Machtdemonstration, dass niemand auf Nasha da sich je wieder dem Imperium widersetzt. Eins, ihr sollt sie bekommen. Vielleicht nützt mir das sogar. Die Exchange wird brennen. Die Exchange hat ihre Operationsbasis im korellianischen Sektor der Stadt. Euer Pfad der Zerstörung beginnt dort. Wenn ihr mit der Zerstörung ihrer Einrichtungen fertig seid, findet ihr mich in meinem Kommandoposten. Ich werde das Chaos von meinen Räumlichkeiten aus beobachten. Tja, wunderbar, ne? Sag mal. Was ist, ist das hier so eine, weiß ich nicht, Kneipenwelt hier so irgendwie? Ja, es geht, wie schon gesagt, mehr in die Richtung. Ja, das ist hier Kneipe, ne? Ja. Ah, hier fragt gerade jemand was. Und zwar will jemand wissen, wie ich auf YouTube heiße. Ja, kann ich gleich mal sagen. Diejenigen, die es schon gefunden haben, Mr. D Total Kanal ist es, ne? Genau. So. Dann wollen wir mal gucken. Was ist denn das da für ein Knilch? Colonel Harrock. Ja, dann nehmen wir den auch noch mit, weil der hat bestimmt auch noch einen Auftrag. Achso, doch nicht anscheinend. Hm. Okay, den da hinten, den Knilch, den haben wir. Aber warum hat denn der jetzt hier so ein Zeichen drüber und ich kann nichts mit dem machen? Es ist mir eine Ehre, mein Sith Lord. Er sagt mir nur, es ist mir eine Ehre, mein Sith Lord. Hm, na gut. Dann wollen wir mal weiter gucken. Aber ich glaube, hier ist jetzt nichts Besonderes mehr, wa? So. Wo geht's jetzt hier? Ah, wir müssen recht hinter uns ist Heldens fatale Folgen. Das können wir ja erstmal machen. Genau. Ja, würde ich mal sagen, da gehen wir jetzt mal als erstes hin. Und schauen wir mal, ob wir hier den Laden nicht so ein bisschen aufmischen können. Ja. So, hier rein in das Grüne, ne? War doch so. Oh, was haben wir denn hier Feines? Tja, guten Tag, Björn. Oh, der ist schon tot. Ja. Dann, vielen Dank. So, und dann geht's, glaube ich, hier weiter. Ja, tja, das ist so schön. So. Na komm. Ramba-Verbrecher. So, die haben wir. So. Oh, was hat denn der da abgeworfen? Nichts Besonderes. Ein ID-Chip. Na toll. So, dann wollen wir mal gucken. Guten Tag, die Herren. So. So. Genial. Mal sehen, ob der was jetzt Nützliches fallen lassen hat. Nee, auch nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Hier ist, glaube ich, die nächste Gruppe, die was will. So, die sind schon erledigt. Der jetzt auch. So. Was sollen wir jetzt hier machen? Müssen wir mal gucken. Auf der Map. Wir sollen... Ah, wir müssen noch ein paar Leutchen töten. Okay, und dann ist hier hinten irgendwie repariere Sicherheitsdroidenkonsole 3. 4. Okay. Na gut. Dann machen wir doch das gleich mal hier. Oh, ein Entführer. Oh, nicht schlecht. Hauptsache, er hat keine hübschen Jungfrauen entführt, ne? Die hätten wir schon geschlagen. Ja, ne? Die hätten wir gleich mitgenommen, ne? So. Achso, da ist dein Baby. Gut. So. Ja. Das war's bei den Herrschaften. Auch nicht schlecht. So. Wo geht's jetzt weiter? Aha.
Hier irgendwo geht's rein, genau. Guten Tag, die Herrschaften. Verbrecher. Also, Verbrechen mögen wir auch nicht, ne? Ach, naja, wenn sich's für uns rentiert. Na gut, stimmt. Ja, das war auch. Ja. Aber wie sagen die immer so schön, Verbrechen ja. So. Machen wir mal. Ach, hier sind ja auch noch welche. Guten Tag, hier. So. Ja, die sind doch hier gleich Geschichte. Am besten. So. So. Gut, jetzt muss ich hier erstmal manipulieren. So. So. Alles nehmen. Mal sehen, was der jetzt macht, der Knilch. Jetzt wandert der doch glatt da hin, okay. Vielleicht macht der ja für uns die Arbeit. Wäre auch mal schön. Das sein, ja. Ja, also, die, hast du die Mission schon mal gemacht? Ja, also, wie schon gesagt, bei den kleinen Welten haben wir alles schon durch. Ja. Genau. So, ah, da sind die nächsten. Mal sehen, jetzt kommt der Robby raus. Geht der auf irgendeine Gruppe zu? Also. So. Außer Reichweite. Na, das können wir gleich ändern. Ja. Was ist das für Kunststiften? Ja. Auch nicht schlecht. So. Na, da Trinkgeld nehmen wir immer gerne, ne? Ja, wir brauchen ja schließlich noch eins. Ja, ne, so ein bisschen Geld ist nicht verkehrt. So. Ja, und den erledigen wir auch mal, ja. Wunderbar. Bestens. So. Dann wollen wir mal gucken. Wo muss ich jetzt noch lang? Ah ja, nach dort. In den Nebenraum da müssen wir gleich mal rein hier. Dann haben wir da auch schon mal die Sachen hier erledigt. Ja. Hey, zack. So, der ist erledigt. Wunderbar. Schade, dass es keine Tauschbörse oder ich meine so eine Börse gibt, wo man sich die Begleiter holen könnte, ne? Ja, du kriegst im Laufe der Geschichte mehrere, so ist es ja nicht. Ja, ja, das ist richtig. Aber so eine Börse, wo man sich vielleicht für Credits mal ein oder zwei kaufen könnte, wäre ja auch nicht schlecht. Ich glaube, du kannst im im Store kannst welche kaufen. Ah, ja, da brauchst also du ja diese anderen. Eigenen, ja. Ja, wie es halt immer ist. Man will Geld. Ja. Und da, und zwar das Gute aus dem Portemonnaie. Genau. So, der ist auch Geschichte. Wunderbar. So, jetzt manipulieren wir hier wiederum. Dann haben wir das hier schon mal mit erledigt. So, dann wollen wir mal gucken. So, wollen wir mal schauen, ob keiner schaut. Jetzt müssen wir, glaube ich, nach oben, ne? Ich kann mich dunkel dran entsinnen, ja, dass es oben auch noch weitergeht. Mhm. Ja, machen wir doch das mal hier. Oh, guten Tag. Da wollte doch einer was von uns. So, perfekt. Aber nicht mehr lange. So. So, ein Schläger. Na, der ist weg. Oh, so. Na, bestens. So, da ist ein Bandit. Ja, von mir aus würfeln wir mal drum. So. Sind hier aber auch keine angenehmen Gesellen. Wie mir scheint, die Jungs hier. Ja, gut, ist ja, ja. Für zwei Stück aus. Ja, ja, genau. Ich glaube, alleine käme man hier auch gar nicht so richtig durch. Schätze ich mal wieder mal. Ah ja, wir müssen geradeaus da durch die Tür. Da
können wir, glaube ich, den nächsten machen. So, hallo. Ich hoffe, euer Tag war angenehm bis hierher, weil der Rest des Tages wird es nicht. Dafür sorgen wir, ne, Mike? Auf jeden Fall. Also, da können sie sich auf was gefasst machen, auf unsere Schwerter. So. So, zack, der ist schon mal erledigt. So. Ach, cool. Und mitnehmen. So, hier sind die nächsten. Hallöle. Und herzlich willkommen. Ja. Das wird ja hier ein Schlachtfest werden. Diese Womba-Schläger, diese kleinen, die sind ja noch niedlich. Die sind ja mal ganz schnell weggeputzt. Die scheinen auch den geringsten Status aller zu haben. Ja, das stimmt. Ja, da ist dann so, weiß ich nicht. Naja, so, reparieren. So, Robby, dann mach mal deinen Job hier. So. Dann gucken wir mal. Ich glaube, auf der gegenüberliegenden Seite ist mal wieder was los. Da müssen wir gleich, denke ich, mal mit hin. So. Ah ja, ja. Die sparen nicht mit ihrer Munition. Okay. Oh, mein Freund hat schon dahin gerafft. Ja, leider. Ich konnte nicht mehr rechtzeitig ein. Oh, den kriegen wir auch noch gleich hier. Also, zack. Also, du hast ja schon so einen netten Zitzbegleiter da mit dem Schwert so. Das ist ein Jedi. Das ist ein Jedi? Das ist ein Jedi, ja. Aha. Ich werde dir nicht mehr verraten, weil sonst. Ach so, na gut. Ja, ein Jedi bei den Sith. Das ist ja auch mal nice. So. Hat mal die Seite gewechselt oder wie? So wie Darth Vader quasi. Na, so ganz nicht. Aber ungefähr so in dem. Ein böser Jedi. Und dann, wenn du gute Taten tust, dann ist er dir freundlicher gesinnt als böse Taten oder wie ist das? Nee, du kannst ja auch die diese Zuneigung kannst du ja durch Geschenke manipulieren. Ah. Also nicht nur durch die Gespräche und die Dinge, die Sachen, die du mit ihnen erledigst, weil manche geben ja dann oder die alle geben ja dann auch irgend noch einen persönlichen Quest von sich aus. Okay. Die kannst du, also du musst dann später auch Geschenke herstellen, kaufen oder sonst irgendwas, um die da ein bisschen bei Laune zu halten. Ach so. Ja. Das ist ja nett. So. Ja, was hat der denn so Feines? Naja. Okay. Super. Hallo. Bamba Entführer. Okay, so. So, So, mal kurz. So. Ah ja. So, der Bomber-Entführer, ja, ist gleich Geschichte, ja. Ja, so ist es richtig. So, erstmal wieder manipulieren. Und dann nochmal gucken, was der so dabei hat. Ja, Kleinvieh macht auch irgendwann mal Mist, ne? Ich glaube, jetzt haben wir das eigentlich. Nee, fatale Folgen. Durchbrich Wombas Sicherheitstür. Aha. Ja, jetzt müssen wir in die Mitte rein. Ah, okay. Ja, da bin ich ja mal gespannt. Was? Bin ich hier noch richtig unterwegs? Ah, da. Linke Seite, ja. Genau. So. Manchmal verwirrt sich wohl auch links und rechts. Auch nicht schlecht. So. Ja, gut, wenn man sich mit der Karte andauernd dreht, dann. Ja, ne, dann kann sowas. Aber sieht hier geil. Also, ich muss sagen, grafisch haben machen die hier auch so einiges, ne? Ja, guck mal nach oben.
geöffnet. Ja, also richtig geil da. Ja. Ne? Also Hut ab, da haben die sich aber Mühe gegeben. So. Zack, klingonisches Hacken. Ja. Einmal reingehackt und man ist drin. Ja. So. Ah, wir klopfen ganz nett an und das war's dann, ne? So, wollen wir mal gucken. So. Und nun, was sollen wir jetzt hier mal? Kehre zu Captain Hadley zurück. Oder Heedley. Oder wird sich der auch schimpfen. Na gut. Dann machen wir doch das gleich mal. Haben wir ja schon unseren ersten Auftrag hier gleich mal erledigt. Ja, und den ersten größeren noch dazu. Ja, ne? Ich finde diese Holobäume hier nett. Ja, das stimmt. Die haben was, ne? Sowas, so weiß ich nicht, in so einer Lobby könnte ich mir auch bei Star Trek vorstellen. Ja, wäre schön in der Botschaft. Ja, ja, hast recht. Also wenn jetzt hier jemand mal das sieht und hat Einfluss bei Star Trek STO oder so, schlagt das mal mit vor. Nämlich, das ist geil. Also sieht schnieke aus. Ja, so einen würde ich mir auch zu Hause hinstellen. Muss ich nicht gießen. Wir werden uns dann die Stromkosten umbringen. Ja, gut, ja. Ja, mit Strom muss man die dann gießen, ne? Quasi. So. Schmupp. Vorbeigesprungen. So, jetzt sind wir ja hier wieder in der Lobby. Und jetzt ist es hinter mir auch rot. Quest erledigt. So, dann wollen wir mal gucken. Hier muss ich sie ja abgeben. So. Gespräch beginnen. Es ist vorbei. Bomber ist tot und der Terminal ist wieder unter Kontrolle. Dann kann ich seinen Namen endlich von der Gefangenenliste streichen. Auf Nimmerwiedersehen. Danke. Und hier habt ihr Bombers Kopfgeld. Die Typen, die ihn gefangen haben, brauchen es nicht mehr. Sie sind in der Schießerei umgekommen. Ja. Da stimme ich dem zu. So.